Hallo, herzlich willkommen hier bei E44 TT Moba. Wo wollen wir heute weitermachen? Am K-System. Und zwar am Bahnübergang. Dazu schalten wir mal kurz um. So, dieses alte Plastikmodell soll weichen. Und da baue ich mir einen neuen. Dazu habe ich schon mal die alten Verbindungen Schrauben gelöst. Kann man wegnehmen. Und was baue ich hin? Aus Balsaholz in Marke Eigenbau. So, das Balsaholz habe ich schon mal aufgelegt an die Stelle, wo der Bahnübergang hin soll. Mit der einen Hand halte ich es jetzt fest, mit der anderen drücke ich auf. Dann habe ich rein theoretisch auf der Rückseite die Gleisführung der Gleise, an denen ich dann entlang schneiden kann. So, das mit den Aufdrücken hat wunderbar geklappt. Da habe ich leider vergessen, ein Foto oder ein kurzes Video zu machen. Es ist jetzt auch schon alles geschnitten. Zufahrten rechts und links. Das Mittelstück, die Gleiseinlagen. Da werde ich jetzt, das Balsaholz ist 3 mm hoch. Das hat jetzt einen schönen Abschluss hier an der Schienenoberkante. Das ist der alte. Da ist hier auch eine Kante eingearbeitet, die ich jetzt in dieses Stück Balsaholz einfügen werde, damit ich schön bis an die Gleise rankomme. Und das dann halt bei jedem Stück. So, nehmen wir uns das erste Stück mal vor. Ich habe es wieder angezeichnet, wo ungefähr der Fahrdraht liegt. Sieht man das jetzt? Schön an die Gleise angelegt und kräftig aufgedrückt. Man das jetzt. Nee, sieht man nicht. Ich habe hier aber lauter, da ist es, kleine Vertiefung am Rand drin von den Kleineisen. Dann bin ich noch ein paar Millimeter weiter nach hinten gegangen, Strich gezogen. Dann wird das Ganze dann halbiert. So, das erste Stück ist fertig. Wie gesagt, aufgedrückt hatte ich unten die Markierung abgeschnitten, halbiert und so lange mit 240 Schleifpapier nachgeschliffen. Wo ist die Markierung? Da. Dass ich einen schönen sauberen Übergang von der Straße aufs Gleis habe. Also momentan fühle ich hier nichts. Dasselbe passiert mit den Gleiszwischenlagen, das Mittelstück und dem anderen Ende. Wenn ich soweit bin, melde ich mich nochmal. So, kurzer Zwischenstand. Vorne, Mitte. Hinten angepasst, die Gleisübergänge zur Straße sind alle schön bündig. Jetzt kommt der schwere Teil. Die Gleiseinlagen. Das ist nicht das Anpassen,
Es wird eher ein Problem von der Stärke her. Hoffentlich bricht mir nichts weg. So, ich melde mich wieder, wenn es fertig ist. So, die Gleiteinlagen sind erstmal auf der Spurbreite angepasst. Jetzt heißt es, diese auf Höhe zu bringen, mit dem Gleis abschließen und dann nochmal für den Spurkranz vom Rad etwas entfernen, damit ich ohne Probleme über den Bahnübergang hinwegkomme. Ja, das werden wir jetzt machen. So, beim Halbieren der Einlagen ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Die sind zu dünn und sind gebrochen. Also, was anderes einfallen lassen. So, meine nächsten zwei, drei Versuche mit dem Bräserholz sind auch schief gegangen. Also habe ich mir Modellier- und Spachtelmasse genommen. Das Zeug habe ich schon 5 Jahre zu liegen. Ich zeige es euch mal kurz. Das ist einmal die Flocken hier und das weiße Tütchen ist kein Schnee, das ist Kleber. Das Tütchen soll man eigentlich in einen Liter kalten Wasser einrühren, halbe Stunde stehen lassen und dann das Zeug dazugeben, nochmal eine halbe Stunde stehen lassen, dann quillt das richtig auf, dann kann man Berge und sowas mit modellieren. Da habe ich mir jetzt etwas rausgenommen und halt hier zwischen gemacht. Das Problem dabei ist nur, das Zeug trocknet sehr langsam. Nach 18 Stunden kann man das immer noch verarbeiten, es ist immer noch feucht. Und wie es immer so ist, rührt man viel zu viel an. Man sollte sich luftig verschließen können, was ich jetzt getan habe, und bis zu einem halben Jahr stehen lassen können und immer noch verrinnen. Mal sehen. So, wie habe ich es hier gemacht? Habe ich mir jetzt Kabel zurechtgeschnitten, an den Schienenkanten angelegt, ein bisschen befestigt und die Spachtelmasse eingeführt. Mal sehen, wann es trocken ist, dann werden wir die Kabel rausnehmen und dann sollten eigentlich die Spurgrenze laufen. Wenn nicht, muss ich halt ein bisschen nachschleifen. Das fertige Ergebnis werde ich euch zeigen. Dieses Modellierkonzentrat wollte ich eigentlich erst später vorstellen. Weil ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung damit gesammelt. Ich kenne es nicht weiter. Ich habe es heute zum ersten Mal verwendet. Und zwar hier am Bahnsteig. Da ich nicht weiß nach dem Austrocknen, ob es einfällt oder aufquillt, weiß ich nicht, habe ich es erstmal halb gefüllt. Das habe ich heute früh um 11 Uhr getan, jetzt ist es kurz vor 18 Uhr und das ist noch immer weich. Aber es stand ja in der Beschreibung drin, dass man es bis nach 18 Stunden immer noch verarbeiten kann. Ja, ich erstmal zur Bahnsteigunterführung. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die von Pico drinnen lasse oder mir diese Bahnsteigunterführung von noch hole, Lasercut. Mal sehen. Also bleibt das erstmal frei. Lassen das hier in Ruhe austrocknen und machen dann weiter. Dieser Schnitt hier
ist Trennung von den beiden Segmenten. Also nicht wundern. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Zeug. Kann ich mir ja mal kurz mitteilen. Ciao.